Heute werde ich euch zeigen, wie ich ganz einfach oder wie ihr ganz einfach Muffins machen könnt. Man braucht 250 Gramm Mehl, das habe ich hier. Dann braucht man 200 Milliliter Milch, Kakao, also zum Backen so welcher. Brauchen wir 4 Esslöffel, dann brauchen wir nachher 6 Esslöffel Sonnenblumenöl, 100 Gramm Zucker, Backpulver und Vanillezucker und eben 2 Löffel, um das dann da drauf zu machen. Ich habe leider keine Muffinförmchen, es ist leider Feiertag, deshalb werde ich das einfach hier dann machen auf dem Rost. Man kann auch ein Backblech nehmen, ich habe keins, deshalb mache ich es auf dem Rost und Backpapier. So, dann legen wir jetzt einfach mal los. Hier steht das Mehl, das bleibt auch hier stehen. Dann nehmen wir hier den Zucker, den machen wir hier rein. Dann Vanillezucker, ein ganzes Päckchen. So, das kommt auch hier rein. Dann haben wir hier Backpulver. Hiervon brauchen wir nur einen Esslöffel. Also ich denke, so müsste okay sein. Das kommt auch gleich dazu. Dann kommen 4 Esslöffel Kakaopulver. Die können ruhig schon so gehäuft sein. 1, 2, 3, 4. So. Und dann haben wir das hier fertig, stellen wir das zur Seite, nehmen wir hier die Milch, das ist kalte Milch, die habe ich aus dem Kühlschrank, also ihr müsst jetzt nicht erhitzen oder so. Dann habe ich hier ein Ei, das werden wir jetzt hier reinschlagen. So, und nun kommt das Öl. Gut, und dann müssen wir das natürlich alles verrühren. Am besten nimmt man dann einen Schneebesen. So. Gut, dann haben wir das. Dann stellen wir das kurz weg und holen hier wieder unser Gemisch. Dann schütten wir das hier rein. So. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Löffel, weil das ist einfach einfacher. Sonst hängt nachher wieder alles im Schneebesen. Dann gehe ich hin und verrühre das. Ihr könnt auch einen Handmixer nehmen, falls ihr sowas zu Hause habt. Ich habe es nicht. Es geht auch so, finde ich. Es muss einfach nur alles zum Teig gemacht werden. So, und jetzt haben wir schon den bekannten Vorführeffekt. Das ist alles ein bisschen zu klebrig. Dann nimmt man einfach nur mal ein bisschen Milch dazu, wenn man hier sieht, das ist zu wenig Flüssigkeit. Ihr könnt auch Öl dazu geben, aber dann wird es ein bisschen vielleicht ein bisschen zu fettig oder es schmeckt dann einfach nicht mehr so. Dann nehmt, wenn ihr habt, euer Muffinblech oder ihr nehmt einfach so wie ich es jetzt tue, einen Rost mit Backpapier ausgelegt. Und dann fangt ihr einfach an, solche Häufchen hier drauf zu machen. Beziehungsweise euer Muffinförmchen zu füllen mit dem Teig. Also ich mache es jetzt so. Auch die Größe, wenn ihr es so macht, wie ich es mache, ist eigentlich ganz egal. Ihr müsst nur ein bisschen Abstand lassen, weil es ist ja Backpulver drin. Das geht ja auf. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe alle Häufchen gemacht. Ich habe 9 Stück rausbekommen. Ich denke, wenn ihr es ins Muffinsförmchen reinmacht, dann kriegt ihr sicher so 10 bis 12 Stück raus. Und jetzt schiebe ich es in den Ofen. Bei 180 Grad 25 bis 30 Minuten backen. So, wie man sehen kann, die sind schon aufgegangen. Gerade hier. Zum Beispiel das große hier. Die sind auch schön fluffig.
noch ein bisschen heiß, jetzt einfach abkühlen lassen und dann kann ich sie genießen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Falls irgendwelche Fragen sind, schreib mir einen Kommentar. Und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!